Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des 111 Cups. Wir sind am Start mit dem ersten Spiel der Gruppenphase und zwar heute gegen Buddy FIFA. Das Ganze nachkommentiert, es gab ein bisschen Corruption bei meinem Material, dementsprechend hoffe ich, dass es auch so in Ordnung ist. Wenn es euch gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, checkt den Buddy, meinen Gegner für diese Episode in der Videobeschreibung ab. Ihr habt euch entschieden für Naldo und Fährmann, die beiden sind die letzten Spieler für unser Team und mit denen werden wir gleich antreten gegen den Buddy hier in dieser Episode. Ihr könnt natürlich gerne das Hinspiel auschecken, das gibt es auf seinem Kanal, war auch ein schönes Spiel mit schönen Toren und ich werde euch natürlich spoilern, wie es ausgegangen ist, deswegen klickt auf jeden Fall jetzt hier auf Pause, geht auf den Kanal von Buddy in der Videobeschreibung und schaut das Video an. 3, 2, 1, es ging 3 zu 1 für mich aus. Dementsprechend natürlich jetzt für mich die Aufgabe hier zu bestätigen, dass ich diesen Sieg verdient habe gegen den Buddy. Wir sind im Rückspiel und wir spielen mit den gleichen Trikots wie gerade eben und ich kann euch schon mal sagen, dieses Spiel, das war ein ziemlicher Krampf aus meiner Sicht, denn es ist nicht so gelaufen, wie ich wollte. Das Team sehen wir hier, Donnarumma, Manolas, Bruno Perez und Florenzi Foot a Birthday, dann Nainggolan, Koulibaly in von Petit, dann haben wir De Bruyne, Son und selbstverständlich Batshuayi, den Spieler, um den es bei ihm ging, zusammen mit Divock Origi in Form. So, erste Szene der Partie, Hernan Crespo, wie gesagt, 3 zu 1 im Hinspiel gewonnen, war auch relativ souverän, Buddy hatte nur 2 Schüsse in der ganzen Partie, nur einen aufs Tor und ich dachte dementsprechend auch in der zweiten Partie wird das ganz gut laufen. Meine Defensive war im ersten Spiel on fleek und im zweiten Spiel die reinste Katastrophe, wie wir bereits hier sehen, da ging gar nichts. Ich weiß nicht, wo mein Linksverteidiger ist in der Situation, ach, da ist er ja, ich steuere ihn, also wo meine Innenverteidigung war, keine Ahnung, aber Gott sei Dank kann Fährmann diesen Ball zumindest noch halten. Auf der anderen Seite, schöner Versuch nach einem wunderschönen Okocha mit einem Distanzschuss von Quaresma, allerdings hält den Donnarumma und dann, ja, die erste Szene, doppeltes, dreifaches Pech und Origi macht den letzten Ball dann rein, da war ich schon wieder angefressen und das denke ich mal auch zurecht, dann, dass dieser Ball abprallt und dass da keiner steht und dass dann dieser Ball auch genauso abgeprallt wird von Fährmann zu Origi, das ist schon nervig. Andere Seite, Quaresma legt den Ball zu weit vor und El Shaarawy spritzt nicht rein und will den nicht ins Tor grätschen, ganz, ganz bitter, das wäre der Ausgleich gewesen. Die Szene verpufft dann leider, weil Crespo in diesen beiden Spielen sowohl im Hin- als auch im Rückspiel extrem unsichtbar und schlecht war, was mir extrem genervt hat. Hier hole ich Fährmann raus, ihr seht es auch, er geht Richtung Ball, allerdings geht er nicht entscheidend hin, sondern bleibt ein bisschen dumm rumstehen. Kopfball gegen den Pfosten und wieder ist der Nutznießer, Divock Origi, der den Abpraller reinmacht. Ihr könnt euch vorstellen, meine Laune wurde immer finsterer. Natürlich im zweiten Durchgang weiter die Versuche nach vorne zu kommen, aber irgendwie wollten die Laufwege nicht so wirklich. Ihr könnt euch gerne das erste Spiel angucken, ich weiß natürlich nicht, wie Buddy das geschnitten hat, aber da lief das Ganze deutlich, deutlich besser. Crespo hier mit dem Versuch, aber nicht mal der geht rein, also wirklich ganz, ganz bitter und naja, dementsprechend hatte der Buddy seine Chancen. Gott sei Dank war das Koulibaly, der hier den Ball vorbeilupft, allerdings gibt es dann diesen Einwurf und guckt euch mal Talisca an, das war Containing. Er rennt komplett weg und im Endeffekt, ja, können wir dann auch nicht mehr verteidigen. Hier rennen gleich meine zwei Spieler ineinander zum ersten Mal, hier zack und dann passiert das Gleiche jetzt hier nochmal, ja, und Son kann den Ball einfach reinschießen als Nutznießer. Wieder ein ganz bitteres Gegentor, da war es für mich gelaufen, dieses Spiel. Ich denke mal, das ist auch verständlich. Nicht, dass Buddy schlecht gespielt hätte oder dass er den Sieg nicht verdient hätte, aber das war trotzdem für mich viel zu sehr Abfuck, weil einfach die Situation, naja, auch hier meine Verteidigung, was sie da macht, weiß ich nicht. Es war in meinen Augen auch kein Freistoß gegen Petit. Schnell ausgeführt, Tor genutzt, ja, 70 Minuten rum. Dann tatsächlich mal ein gelungener Angriff. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte und wieder ist es krass. Der kläglich vergibt, gab nicht mal einen Eckball dafür, auch wenn ich dachte, der wäre noch abgefälscht gewesen. Hamsik dann in der 83. tatsächlich mit einem Tor. Man glaubt es kaum, der eingewechselte Alessandrini hat auch leider Gottes gar nichts gemacht. Also 1 zu 4. Wir können dementsprechend noch zumindest in die Richtung gehen, dass wir genau so eine Differenz haben. Aber nein, weil Quaresma den komplett lächerlich vergibt und auch der Kopfball von Crespo. Nein, nein. Marcelo, meint ihr, ich habe echt da hingedrückt? Ich kann es euch sagen, nein, Salah ist aber eiskalt, 1 zu 5. Naja, und das war es dann von dieser Partie. Wir verlieren gegen Buddy das Rückspiel mit 1 zu 5, allerdings das Hinspiel 3 zu 1 gewonnen. Es gibt also noch die Gelegenheit, in den beiden Spielen gegen All in FIFA mich zu qualifizieren für die K.O.-Phase, dann fürs Halbfinale, beziehungsweise damit ja auch fürs Finale, indirekt ja schon, beziehungsweise für den Weg zum Finale. Ob ich das schaffe, wir werden sehen. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt auf jeden Fall den Buddy und alle anderen Teilnehmer des 111 Cups ab. Ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele laufen werden und dann wird es auf jeden Fall natürlich Live-Gameplay bzw. Live-Commentary geben. Aber glaubt mir, das Live-Commentary hättet ihr sowieso nicht hören wollen, weil das war einfach nur purer Abfuck. Das könnt ihr mir glauben. Mittlerweile bin ich Gott sei Dank hinweg, weil es ein bisschen her ist. Gut,
Wir können gerne auch mal die Links in der Beschreibung auschecken, sowohl ihr als auch ich. IG Vault, wenn ihr noch Coins braucht fürs Team of the Season oder FIFA Points, PSN, weil ich es auf gut haben. Aber ansonsten Instagram, Twitter, Facebook, AskFM. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin, haut rein und ciao.